Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wattenfolge hier bei The Marsh. Ja, ich habe jetzt rausgefunden, wie das funktioniert. Und zwar, man muss bei Cosplay einen dritten Button oder vierten Button nehmen und das Ladegut hinzuwählen. Kalk. Da steht genau 100% und die Sorte. Die Arbeitsplatte stimmt zwar jetzt noch nicht. Gehen wir auf 18 Meter. Der Kurs ist ja programmiert, ne? Also von daher sollte das nicht klappen. Mal sehen, ob er das gleich findet und einlädt, und dann können wir sehen, dass wir das entsprechend alle Felder so machen, ne? Also das ist hier eine wahnsinnige Arbeit, das entsprechend so zu gestalten. Die blaue Linie ist der Kurs zum Aufladen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und dann können wir die andere Wiese auch so machen, müssen nur da entsprechend den Kalkladepunkt ändern. Dann klappt das. Aktuell arbeiten wir die anderen nicht. Sehe ich gerade so. Sobald das hier klappt, gehen wir mal gucken, was los ist. Geladen Kalk, ja. Gut, das funktioniert, ne? Wir fahren mal durch. Mist, hat nicht ganz gereicht. Ist der hier fertig? Der ist fertig, gut. Gucken, Kontrolle. 5 und die 4, 6 arbeitet er noch. Das ist auch fertig. Dann kann der auf Feld Nummer 36 hingehen. Und dort beginnen. Dann fahren wir da mal hin und machen mal vor die Kurse aus. Das für Kursplay. Das können wir löschen. Ich werde jetzt Richtung Feld Nummer 36 fahren. Und dort mal das probieren, das gleiche wie auf Feld Nummer 19. Hoffe, dass es klappt. Ah, Kalk wird gerade bezahlt. Hier schauen wir mal, dass wir hinkommen. Ja, GRS ist glaube ich voll, leer. Ja. Da gibt doch den Modus hier von der BGH nehmen, ne? Das stellen wir gar nicht ein. Das ist doch gar nicht so blöd. Bei GRS wirst du ja nicht glücklich. Heute machen wir so. Flügen notwendig. Also hier. Dünger. Radio, nur Fahrzeug an. Kamerageschwindigkeit, das ist nicht. Gepresste Ballen. So, Verkehr aus. Schmutz normal, aus. Aus, normal. Saatgut, Dünger. Gülle. Tja. Mist haben wir nicht. Wir haben keinen. GRS haben wir nicht, okay. Dann haben wir keine GRS, nur so gehen. Mal kurz gucken. Ja, Karte. Links. Ist hinten ausgeklappt? Ne, ist eingeklappt. Weil der hat meistens Pech, meistens hängt er irgendwo fest. Zack. Ja, nur so bald Weihnachten vorbei. Und wir haben heute noch einen schönen Tag. Der eine oder andere Schnee. Zumindest spazieren gehen ist möglich. Jedenfalls fallen die blauen im Schnee auf. So, geradeaus. Naja, wie gesagt, mit Pflegebereifung ist das verdammt eierig, ne? Also ich werde wahrscheinlich umrüsten auf den K2. Da gibt es sogar einen mit 400 PS sogar. Warum? Warum kleckern, ne? Wir haben da richtig viel, ne? Also das ist unser Dünger, die BGH ist links, dann kommen wir links. Und dann werden wir kurz mal den einen Kurs da anschließen. Mal schauen, hinkriegen wir das. Kalk 2 beladen. Also
Was ich noch nicht weiß, ist mit Orten anlegen. Das muss ich mal rausfinden. Weil ich Zeit und Muse habe. Vielleicht mache ich das morgen. Mit Justin zusammen. So. Dazu müssen wir erstmal sehen, wo wir überhaupt die Kurse hier haben. Es geht ja darum, dass wir keine Kurse unnötig fahren. Ne? Und auch vor allen Dingen nicht im Kreuz. So. Der Rest da ist da angeklemmt. Dann müssen wir hier vorbeifahren. Denn hier. Da fahren wir ein bisschen zurück, aber gleich wieder vorwärts, denn sonst macht er sofort den Rückwärtskurs. So, ab dem Punkt ist ganz gut. Und er, richtiger Modus, so Aufnahmen beenden und wieder anschalten. So eigentlich jetzt hier den Punkt annehmen normalerweise. So. Zack. Ich habe gedacht, Rückwärtskurs. Naja, hoffentlich geht das ganz gut. Okay. Ja. Dann Kalk. K. 2. Na ja, gut. Erstellen. Hier ist ein Rückwärtskurs vorbei. Nicht von mir so, nicht so vorgesehen, ne? Check ihn nach vorne fahren. Dann zack. Nee, das nicht. Und dann weiter aufzeichnen. Oh Junge. Das muss ich nochmal machen, das ist zu viel. Noch Rückwärtskurs. Löschen wir. So, dann machen wir es so. Normal. Beladen. Kalk. 2. Und dann fahren wir halt mal hier so weiter. Hier ist ja Silage war ungünstig. Das sehe ich gerade so. Dann machen wir einmal hier ran. Und dann gehen wir von hier. Fahren wir schon hier rüber, ne? Ich glaube, der Kurs ist nicht gut. So. Wenn man es zu genau machen will, ist auch blöd. Geht meistens schief. So. Gleich mal beenden. Denn meistens fahre ich doch wieder weiter und dann geht. So, was nicht soll, ne? So, jetzt muss ich hier mal gucken. Bei der BGH. Das ist ungünstig. Und zwar. Eigentlich müsste da nicht lang fahren. Man weiß ja nie. Ich habe den Spruch, ich habe schon Pferdekosten gesehen. Weil bei der BGH liegen immer diese Ballen. Das ist jetzt ungünstig, ne? Eigentlich macht er das jetzt nicht. Warte, aha.
Den einen Punkt lassen wir gleich. Und den blauen auch gleich, ein Kreuz hier. Das andere können wir verbinden zur Not. Beziehungsweise müssen wir verbinden. Verbinden geht kein Problem. So, ich wollte eigentlich abkürzen. Aber das machen wir jetzt nicht. Also wenn er von da kommt, er ja nicht vom Feld mehr runter, dann muss man auch noch fahren. Das heißt, er wird dann praktisch von Kalk 2. Also ich fahre jetzt mal hier rauf. Hier ist er an die Abfahrer. Pfeile umfällt. Dann kurz mal hier programmieren. Kursgenerierung. 36, zwei Vorwände. Kursgenerierung. Zurück. Ersten Wegpunkt. Und hier. Ladegut. Kalk. Auto 12 Meter, 18 Meter aktiviert. Hier. Den Kurs speichern wir trotzdem mal ab. Kalken. Ich muss ja ein bisschen mal so sortieren, ne? Also dass ich ungefähr jetzt immer gleich mache. Also ich habe immer verschieden gemacht bis jetzt. Jetzt würde ich eigentlich gleich machen. Kalkenfeld 630. 18 Meter speichern. Dann ergänzen wir den Kurs. Beladen Kalk 2. Beladen Kalk. Das ist jetzt richtig Kalk. Land, Mischfutter, Kies. Habe ich da wieder eingegeben? Habe da einen Kurs eingegeben? Kalk. Der gerade ist. Muss. Ich habe nur einmal Kalk drin. Ist egal. Neun für die Karte. Kleine Karte. Entlassen. Ersten Wegpunkt. Er muss am ersten Wegpunkt anfangen, sonst haben wir ein Problem. Neun. Ja, Kalk, das wird jetzt ganz gut. Das wird hellblau. Und da. Belan Hof. Belan Kalk. Da habe ich drin. Ablan Feldmoro. Ja, 36 war es, glaube ich. Dünger. Ob es damit auch zusammenhängt, keine Ahnung. Ich mache es sicher halber, ne? So. Hopfenfeld. War fertig. Wollt schauen, was die Wiese macht, Nummer 19. Wenn wir da hinkommen. Irgendwo bleiben wir stehen. Und ich weiß nicht warum. Gut, das funktioniert wieder. 19 funktioniert auch anscheinend. Der muss ja wieder den voll machen, ne? Das ist ja zu sehen, ne? Dass er arbeitet. Gut, das klappt. So. Dann kalkt er jetzt die andere Wiese und guckt mal jetzt auf Feld Nummer. Düngerstreuer, genau.
X. Naja, hat schon mal geklappt. Der Dünger ist eigentlich nicht das Problem. Problem ist eigentlich hier Kalk. Kalk brauche ich enorm viel. Mal kurz gucken, wo sind wir jetzt hier? Achso. Muss ich jetzt den Kurs gleich wieder öffnen. Gut, Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für eine normale Langfolge. Die letzten beiden waren damit extrem lang. Sollte nicht so sein. Da bin ich noch Zeit geguckt. Dann also mal tschüss und ciao. Und allen noch einen schönen Restfeiertag. Ja, und genießt es zusammen mit der Familie. Wer gerade irgendwo auch dahin fahren kann. Und wer nicht, macht das Beste draus. Egal was, nützt hier alles nichts. Ich sage nur eins, es kommen wieder bessere Zeiten. Und die richtigen Leute kommen dann vom Gericht. Das ist immer so ganz vorsichtig. Ne? Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.